Hey und herzlich willkommen zu Tag 4 der 90-Tage-Stretching-Challenge. Wir legen direkt los, du brauchst heute wieder nur eine Matte. Leg dich zu Beginn in Rückenlage auf die Matte. Streck die Beine aus und leg dich bequem ab. Nimm jetzt ein Bein und wiegt es an. Zieh das Bein zu deinem Oberkörper. Und spüre eine leichte Dehnung. Halte hier. Stelle dann dein unteres Bein auf und leg das obere oben drauf. Zieh beide Beine zu dir ran, zu deinem Oberkörper und halte auch hier. Wenn du die Dehnung etwas verstärken möchtest, dann drück dein äußeres Bein leicht zur Seite. Versuche deine Beine mit jedem Ausatmen ein Stück näher zu deinem Oberkörper zu ziehen. Stell beide Beine wieder auf den Boden ab und komm mit der gleichen Seite wieder in unsere Dehnübung Nummer 1. Streck ein Bein aus und zieh das andere zu dir ran, zu deinem Oberkörper. Halte hier. Stell dein unteres Bein wieder auf und komm in die Übung Nummer 2. Zieh beide Beine wieder zu dir ran. Wenn du die Dehnung verstärken möchtest, drück dein Bein leicht nach außen. Stell beide Beine wieder auf den Boden ab und wechsle jetzt die Seite. Beug dein anderes Bein und streck das andere in die Länge. Stell dein ausgestrecktes Bein wieder auf, leg das andere darauf ab und zieh beide Beine wieder zu dir ran. Solltest du jetzt nicht an dein Bein kommen, weil du schon leicht verkürzt bist, noch leicht verkürzt bist, das wollen wir jetzt ändern, und du den Kopf nicht auf dem Boden ablegen kannst, dann nimm dir ein Handtuch zur Hand, lege das Handtuch um dein Bein und zieh so deine Beine Richtung Oberkörper. Ansonsten einfach die Arme.
oben aufgelegtes Bein wieder leicht zur Seite. Dann stell beide Beine wieder auf. Zweite Runde auf der zweiten Seite. Stell dein Bein wieder auf und komm in die Übung Nummer 2. Bring beide Beine wieder Richtung Oberkörper und halte hier. Stell beide Beine, beide Füße wieder auf den Boden ab, krieg zur Seite und komm zum Sitzen. Das war Tag Nummer 4. Morgen sehen wir uns an Tag Nummer 5. Bleib dran, ich hoffe, du hattest Spaß, fühlst dich gut durchbewegt. Wir sehen uns morgen.